Was geht ab, Freunde? Misha hier. Willkommen zu einer neuen Recovery-Session. Heute sprechen wir über die Schmerzen in der Brustwirbelsäule, also wirklich hier im oberen Rücken. Ich kriege ganz viele Nachrichten, hey Misha, ich habe da richtig Verspannungen, was kann ich denn machen? Und das kann natürlich dadurch kommen, dass man, wenn man zum Beispiel viel Kreuzheben macht oder wirklich schwere Übungen, dass sich das Ganze verkrampft, irgendwie vorgebeugtes Rudern und so weiter. Aber auch wenn ihr viel am Schreibtisch sitzt und hier in so einem Rundrücken da sitzt, halt, dass ihr dann kommt es einfach zu Verspannungen und ich will euch einfach ein paar Übungen an die Hand geben, die euch dabei helfen, diese Verspannungen loszuwerden. Wir fangen an mit einem sogenannten pectorales Smash. Und zwar braucht ihr dafür so einen Lacrosse-Ball oder ihr könnt so einen Foam-Roll-Ball von Blackroll oder sonst was nehmen, könnt ihr einfach mal aussuchen. Der Grund ist relativ einfach, ihr werdet euch fragen, hey, wieso fängt er jetzt auf einmal in der Brust an, ich habe doch hinten Schmerzen. Es ist so, dass der kleine Brustmuskel, der hier ansetzt, er setzt am Schulterblatt an, das heißt vorne am Schulterblatt, am sogenannten Coracoid, und der zieht euch nach vorne und dadurch geratet ihr in so eine Rundrückenposition. Und das ist sehr, sehr ungünstig, weil die Muskulatur das hier hinten dann wieder ausgleichen muss, die versucht immer so dagegen zu zerren, da habt ihr so von beiden Seiten so einen Zug drauf. Und um diesen Zug zu beseitigen und dann eben die Spannung auch von der Rückenmuskulatur zu nehmen, müssen wir schauen, dass wir die vordere Kette lockern. Und wie ihr das machen könnt, zeige ich euch jetzt. Nehmt euren Ball, geht einfach auf den Boden und platziert ihn so ungefähr unter dem Schulterblatt, unter dem Schlüsselbein, in der Nähe von der Schulter. Und ihr werdet auch da schon gleich merken, irgendwie ist da alles verkrampft und das hat fast jeder mittlerweile. Und da sucht ihr wirklich diese ganz verkrampften, ekligen Stellen raus, geht da drauf. Und dann lasst euch richtig einsinken. Das tut verdammt weh und wenn ihr das am Anfang nicht könnt, dann versucht das auch mal in der Wand zu machen, dann ist es nicht so schmerzhaft. Und atmet wirklich tief ein und aus und lasst euch einsinken. Und dann wechselt ihr wieder die Stelle. Ihr könnt bis zu 1-2 Minuten da drauf bleiben immer. Und dann arbeitet ihr wirklich die gesamte Brust durch. Die meisten Verspannungen werden direkt unter dem Schlüsselbein sein. Probiert auch mal Bewegung reinzubringen. Das bedeutet, dass ihr mal hier den Arm nach vorne nehmt und wieder zurückführt. Was ich allerdings besser finde, ist so eine Art Bewegung wie beim Brustschwimmen, nur dass ihr die Handfläche immer oben lasst. Das heißt, ihr führt den Arm von hinten nach vorne mit der Handfläche nach oben. Hier vorne wechselt ihr wieder, dreht die Handfläche wieder nach oben und dann zieht ihr so nah wie möglich am Körper wieder hinter. Und das macht ihr so ein paar Mal. Das heißt, ihr sucht euch die Stelle, die verkrampft ist, geht da drauf und dann macht ihr die Bewegung. Das gibt einfach so einen anderen Reiz nochmal. Und um den Druck zu verstärken, weil ich weiß, dass dieses Video ein paar Leute anschauen werden, die doch etwas mehr Muskulatur mit sich rumtragen und dann vielleicht nicht einfach mal so durchkommen, empfehle ich euch wirklich mal die Körperposition zu ändern. Das heißt, ihr könnt wirklich hier mal mit dem Bein hochgehen oder einfach mal euch im Torso drehen, dann bekommt ihr noch ein bisschen mehr Druck drauf. Oder ihr geht einfach mit dem Gesäß ein bisschen hoch. Das heißt, ihr sucht euch die Stelle erstmal ganz normal und dann geht ihr mit dem Gesäß leicht hoch, dann habt ihr deutlich mehr Druck drauf, dann bleibt ihr nochmal auf dieser harten Stelle, massiert sie aus und macht dann weiter. Bleibt ungefähr ein bis zwei Minuten drauf, nicht zu viel, weil sonst kann man das auch überarbeiten, dann wird es schlechter. Für die nächste Übung gehen wir direkt an den oberen Rücken. Da braucht ihr entweder so eine Peanut, könnt ihr euch online bestellen, oder so eine Black Roll oder so einen Foam Roller. Ich bevorzuge die Peanut, weil man da viel gezielter arbeiten kann. Und wenn man wirklich eine gut ausgeprägte Muskulatur hat und wirklich schwer trainiert, dann kommt man mit der Black Roll oftmals einfach nicht mehr durch. Platziert die Peanut ungefähr unter den Schulterblättern auf eurer Muskulatur neben der Wirbelsäule, also nicht direkt auf die Wirbelsäule drauf, sondern direkt daneben. Dann geht ihr auf den Boden. Nehmt dann die Hände so auf die Brust, dadurch öffnen sich die Schulterblätter etwas. Da kommt ihr nochmal viel besser auf die Muskulatur drauf. Und dann rollt ihr das Ganze gut aus. Einfach mal ausrollen, den Kopf oben halten. Versucht ihn mal erstmal nicht nach hinten fallen zu lassen. Das kann ein paar Mal gut knacken. Könnt ihr auch die Hände dann irgendwann wieder nach hinten nehmen, hinter den Kopf zum Beispiel so. Und schaut mal zu, dass ihr mit dem Hintern unten bleibt. Und dann die Wirbelsäule versucht nach hinten wirklich die Bewegung in der Wirbelsäule zu machen. Also nicht irgendwie einfach nur den Kopf nach hinten überstrecken, sondern versucht den Kopf relativ weit oben zu halten und dann nach hinten zu gehen.
Dann wechselt ihr die Position, geht ein bisschen weiter runter oder wieder hoch. Ihr könnt auch noch ein bisschen Bewegung reinbringen. Einfach die Arme mal hochnehmen. Jetzt könnt ihr den Kopf auch ablegen. Mal den einen Arm hoch, mal beide. Dann wieder die Position ändern. Und was ihr noch ausprobieren solltet, ist, versucht wirklich euer Gesäß, also beziehungsweise euren unteren Rücken, ich halte erst extra mal die Hand hier drunter, auf den Boden zu pressen. Also ihr bleibt oben so wie ihr seid und versucht wirklich rein die unteren Rücken auf den Boden zu pressen. Das könnt ihr dann genauso machen, wenn ihr einfach die Position ein bisschen ändert und dann immer wieder versuchen, hier runter zu gehen. So, für die Leute mit wirklich starken Verkrampfungen, vielleicht mit einer sehr, sehr stark ausgeprägten Rückenmuskulatur, wenn man da nicht mehr normal durchkommt, also mit der Peanut, einfach mit dem Körpergewicht, erstens könnt ihr das Gesäß hochnehmen, dann habt ihr mehr Druck drauf, aber auf der anderen Seite könnt ihr einfach euch zu Hilfe so eine Scheibe nehmen, fangt erstmal etwas kleiner an, vielleicht mit 10 Kilo oder sowas, und dann könnt ihr mal so eine 15 Kilo Scheibe nehmen, legt es euch wirklich auf die Brust und dann habt ihr deutlich mehr Druck drauf. Seid aber wirklich vorsichtig dabei. Und sucht dann wieder die Stellen aus, die bei euch verkrampft sind. Und bleibt da auch mal kurz drauf. Tief ein- und ausatmen. Und richtig entspannen. Nachdem ihr die Übung mit der Peanut beendet habt, empfehle ich euch direkt in so eine Rotationsbewegung zu gehen. Der Grund ist relativ einfach. Wir bewegen uns im Alltag meistens nur vor und zurück. Und das lässt unsere anderen Gelenkstrukturen und die Bänder und sowas ein bisschen verkümmern, weil wir einfach niemals in diese Drehungen mehr reingehen im Alltag. Das passiert so gut auch im Training, machen die wenigsten diese Bewegungen. Das heißt, schaut einfach zu, ihr könnt auch erstmal die Beine zum Beispiel zusammennehmen, könnt sie auseinandernehmen. Ich mache das gerne, dass ich die Beine auseinandernehme. Und dann macht ihr einfach erstmal so diese leichten drehenden Bewegungen. Ihr könnt einfach nur leicht hinter gehen. Vielleicht einfach auch mal so. Und dann probiert das mal aus, wirklich so weit hinter zu gehen, dass ihr euch fast so ein bisschen auf den Boden legt. Also wirklich tief nach hinten. Das kann nochmal ordentlich knacken. Wirklich einfach mal ein paar Wiederholungen kontrolliert ausführen, also nicht irgendwie reißen, sondern wirklich kontrolliert nach hinten gehen. Viel gezielter könnt ihr zum Beispiel auch mit dem Lacrosseball arbeiten. Also wenn ihr irgendwie mal so eine Stelle habt, da kommt ihr einfach nicht so gut mit einer Peanut hin oder mit irgendwas anderem, da könnt ihr wirklich auch nochmal so einen Lacrosseball nehmen, einfach wieder auf den Boden gehen. Euch das da reinlegen, wo es halt eben wehtut, vielleicht ein bisschen weiter oben, hier beim Trapez oder sowas. Und dann die Stellen wieder aussuchen, die wehtun. Und auch versuchen, wirklich immer wieder mit Bewegung zu arbeiten. Also nicht einfach nur stumpf drauf, sondern auch mal Bewegung reinbringen, vielleicht auch mal ein bisschen drehen. Dann habt ihr einfach einen anderen Reiz. Und dann massiert ihr das Ganze raus. Und bleibt wirklich immer wieder stehen auf den Stellen, die wehtun. Also nicht einfach nur drüber rollen, sondern wirklich mal drauf stehen bleiben und Zeit geben zu wirken, also dem Ganzen. Schmerzen in der Brustwirbelsäule können auch daraus resultieren, dass ihr einfach wirklich starke Verspannungen in eurem Trapez habt. Wenn ihr zum Beispiel viel Schulterheben macht oder insgesamt sehr viel am Schreibtisch sitzt, dann kippt ihr auch mit den Schultern durch den Trapez so leicht nach vorne. Und wenn er verkrampft ist, dann kann es auch dazu führen, dass er wirklich solche richtige Spannungskopfschmerzen entwickelt. Das heißt, es ist auch wichtig, dem Beachtung zu schenken. Nehmt euren Lacrosseball her und legt es euch einfach mal hier rein. Man sucht die Stellen aus, die richtig eklig sind, die wehtun, und massiert das Ganze raus. Bleibt einfach auf den schmerzenden Stellen auch immer wieder drauf, atmet tief ein und aus und lasst das Ganze wieder wirken. Dann wechselt ihr wieder die Stelle, bis ihr das Gefühl habt, dass das wirklich deutlich besser geworden ist. Macht das Ganze auch unbedingt beidseits und vernachlässigt nicht immer nur die eine Seite, weil man hat immer wieder die Verkrampfung, vielleicht auf der linken Seite mehr, aber die andere Seite sollte man auch immer mitbearbeiten. Es ist genauso wie beim Training ansonsten, ihr würdet auch nicht auf die Idee kommen, nur den linken Bizeps zu trainieren. Das war's mit der heutigen Recovery Session. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie mir unten drunter. Ansonsten abonniert meinen Channel, besucht mich auf Facebook und auf Instagram und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.